Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir sind wieder in Staunton Island angekommen in der letzten Folge. Und haben natürlich schon Panzerung verloren, obwohl wir noch gar keine richtige Mission gemacht haben. Nein, das Auto habe ich gesagt, nehme ich nicht mehr. Dann nehme ich lieber dieses kleine, schöne, kompakte. Wir fahren zu Donald Love und gucken, ob wir da heute endlich mal fertig werden. Ich habe ja schon immer gesagt, das wird die nächste letzte Mission bei Donald Love. Das wird die letzte Mission bei Donald Love. Mal gucken, ob es jetzt diesmal auch die letzte ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Kerl so viele Missionen verteilt hat, aber okay. An mir soll es nicht liegen. Und natürlich fahre ich jetzt schon wieder auf die falsche Seite. Ich dachte, hier wäre die richtige. Ja, okay. Für den Rückweg. Ja, nee, das war nur für den Rückweg. Wow. Das war nur für den Rückweg die richtige Richtung. Okay. Dann auf zu Donald Love. Mr. Love-a-Love. Nee, okay, falscher. Das war der falsche Love. Oh, natürlich, alles andere geht sofort kaputt und das nicht. Ja, okay, hätte ich mittlerweile wissen müssen. Genau wie einige komische Lampen in Staunton Island. Oder war das hier? Ach, keine Ahnung. Wir fahren sowieso überall gegen. Unsere Fahrskills sind einfach abgefahren. So. Loves verschwinden. Super. Geile Mission. Da ich heute nur eine Mission in der Folge machen wollte. Ja, das danke fürs Zuhören. Oh, nee, komm. Also, das war ja jetzt. Aber ich glaube, das hat was mit der ganzen Story zu tun. Also, man kriegt ja hinterher, wenn man alle GTAs gezockt hat, heißt GTA 3, Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, San Andreas, etc., GTA 4, wenn man halt alles gezockt hat und die Story so ein bisschen im Überblick hat, gerade bei den ersten GTA-Teilen, kriegt man ja so ein Bild von der Story. Und ich meine, Love, der wird in irgendeinem Spiel, wird er getötet? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Avery Carrington aus Vice City getötet wird irgendwann. Im Laufe der Spiele, nicht in Vice City selber. Aber Love ist weg. Ja. Wir speichern mal, die Mission war schwer. Ich habe ja gesagt, GTA 3 ist schwer und das war der Beweis. Naja. Ich speichere trotzdem, weil ich halt nicht will, dass ich da nochmal hinfahren muss. Wir machen jetzt weiter mit Ray. Mit der Mission bei Ray. Und dann, ja, dann fangen wir mit den letzten Azuka-Missionen an. Das ist jetzt aber, ja, komisch alles. Aber egal. Auf zu Ray. Vor allem, da unser Charakter sowieso nur wegen des Geldes bei den meisten arbeitet, hat ihn das wohl auch nicht wirklich gejuckt, dass der Love weg ist. Ja, haut er halt auch ab. Aber egal, wir machen jetzt bei Ray die nächste Mission. Im Fadenkreuz. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have the best of interest in Spank, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Okay, wir müssen ihn zum Krankenhaus bringen. Die Brücke wird von der CIA überwacht, und das war ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler. Kollege, komm. Die Brücke wird von der CIA überwacht. Heißt, wir kommen da vorne nicht lang, ne? Ja. Ich soll eine andere Route suchen. Okay. Hilfe. Mit so einem Artilleriebeschuss hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Fuh. F-U-U-U. Fuh. Gebt mir bitte ein anderes Auto, Freunde.
Nein, nicht diese Bulligen. Natürlich, das Allzweckauto. Und komm, natürlich. Natürlich! Polizei muss immer dabei sein. Ja, na, wo kommt denn das zweite Auto her? Keine Ahnung, das Spiel spawnt es einfach. Gah. Lasst mich hier. Ja. Das können wir vergessen. Ne, komm, lade ich nochmal neu. Mit der Bullerei im Nacken habe ich jetzt da überhaupt keinen Nerv für. Oh Gott. Ich weiß, es ist die letzte. Ach, warum? Was stelle ich mich eigentlich so an? Komm. Wir sind sowieso am Ende des Spiels. So gut wie am Ende des Spiels. Eine der letzten 5, 6 Folgen. Keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Nur ich werde es heute wohl nicht zu Ende spielen können. Allein aus zeitlichen Gründen. Ich möchte ja auch schlafen. Nur bei diesem Wetter kann man so schlecht schlafen. Wenn das alles so ekelhaft heiß ist. Daher müssen wir mal gucken, wie wir auf die Insel, andere Insel kommen. Ich weiß, in Portland gibt es einen Weg. Im Fadenkreuz. So. Wie, ich hab Way. Da, KI für den Arsch. Guck, der Kerl bleibt einfach in der Pampa stehen. Ich weiß echt keinen Weg nach Shoreside Whale. Das geht ja nicht. Mal gucken, ob es. Scheiße, ob es unten einen Weg gibt. Ich werde die Mission jetzt sowieso zwei oder dreimal versuchen müssen. Weil ich nie echt keinen anderen Weg jetzt rüber weiß. Ich habe die Karte gerade auch nicht vor Augen. Ja. Das Taxi fährt einfach zwischen. Da, was ist das für ein Taxifahrer? Der Mann gehört geschlagen. Mal gucken. Ich glaube ja nicht, dass das hier eine perfekte Route ist, aber mir fällt gerade echt nichts anderes ein. Weil diese Brücke ist ja. Nee, also packen tun wir das auf keinen Fall. Ja. Nee, das können wir echt knicken. Ja, das können wir knicken. Hier ist nur Filz Kaserne. Gut, dann halt nochmal. Ich würde ja sagen, einfach die FBI-Leute töten, aber wenn es denn so einfach wäre. Wenn ich es in dieser Folge nicht schaffe, werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal auf die Karte geguckt haben. Gut. Ich glaube, dann fahren wir nach Portland. Und in Portland weiß ich, dass es einen Übergang gibt. Das weiß ich. Ach nee, ist auch. Ich glaube, ist auch falsche Richtung. Muss hier fahre ich einen kleinen Umweg. Ja, ist aber auch egal. Das ist weiter jetzt hier erstmal nur Rumprobiererei, die Karte mal hier so ein bisschen zu untersuchen. Es gibt eine andere Route. Ja, toll. Na, ah, wo ist diese scheiß Route?
Ja, okay, wir hören aber immerhin schon. Natürlich laufen wir in die falsche Richtung. Warum auch in die richtige laufen? Wir könnten ja Zeit gewinnen. Kollege, wehe, du bleibst nicht widerständig. Ich glaube, der schießt dich einfach. Pff, 2 Minuten 30, das ist unmöglich. So. Die Leute schießen auf uns. Puh. Nee, nee, fuck, nee. Ich hab grad gedacht, vielleicht ist da noch ein Weg, aber nee, der führt auch nur zu dieser Brücke, wo die vom CIA bewacht wird. Dann auf nach Portland. Ich weiß, in Portland gibt's einen Tunnel. Nur wo der Tunnel ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier auf Anhieb jetzt nicht wirklich einen Weg finde, lade ich den Safe State nochmal neu und hol mal hier jetzt. Ja, ja. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Versaut haben wir es eh. Mist. Mist. Ich glaube, ich wusste, wo ich lang muss. Na, natürlich klappt das hier alles nicht so, wie ich es möchte. Ich glaube, ich weiß einen Weg. Das jetzt noch schaffen. So, jetzt wird mal live hier zurückgescrollt, die GTA-Trilogie rausgeholt und die Karte herausgekramt. Da ist der GTA 3 Reiseführer, Vice City Reiseführer, San Andreas Reiseführer, da sind die Karten, das ist Vice City, da ist GTA 3. Hoffentlich ist die kommen, die Map war damals nicht groß, wehe, die Karte ist jetzt groß. Ach du Heilige. Ach du heilig. Ach du heilig, Blechle. Shoresdale Vale. Wir sind auf Portland. Nach Shoresdale Vale, da führt ein. Also, 10, was denn 10? Phil Cassidys Armeebedarf, ja. Ja. Ich muss passen. Das ist 6, das ist der Flughafen. Ja, das ist gerade richtig spannend für euch. Hä? Das ist doch nicht Portland. Also jetzt bringt er mich ganz durcheinander. 9 ist... Ach so. Falsch neu durchnummeriert. Drecks. Tal. Ja, ich glaube, ich habe ein Problem. Acht, wo ist 8? Der Porta-Tunnel. Was ist denn 15? Nee. Ihr, komm. Muss ich durchaus probieren, hinkriegen. Die Folge ist richtig interessant für euch, ne? Wir kriegen nichts geschissen und auch die Karte hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Ja.
Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das hätte ja jetzt auch offscreen machen können, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, die Aufnahme zu unterbrechen. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, ich glaube, Ray gehört auch selber nicht zu den Story-Missionen. Auf jeden Fall nicht die Mission, diese Mission. Aber trotzdem, es muss ja irgendwie machbar sein. Wer dafür? Wir gucken uns mal ein bisschen um. Es hat's geruckelt. Es hat geruckelt. Mal kurz gucken. Wo geht's denn hier lang? Naja. Das hat's jetzt nicht wirklich gebracht. Ne, das hat's jetzt auch nicht wirklich gebracht. Wo geht's denn hier lang? Aha. Ja, ist klar. Nee, also da komme ich echt beim besten Willen auf keine. Auf keinen grünen Nenner, wie ich da hinkomme. Vor allem in 3 Minuten. Ich unterbreche einfach jetzt mal eben kurz die Aufnahme. Wir sehen uns sofort wieder. So, weiter geht's. Mit Let's Play GTA 3 oder immer noch in dieser Folge. Ich habe mir mal mehrere Möglichkeiten angeguckt, wie man diese etwas abgebixte Mission erledigen kann. Und ich werde mir eine cheaterige, ja, was heißt cheaterige? Eigentlich sehr einfach, wenn man etwas, wenn man so ein bisschen denkt. Ob sie jetzt beim ersten Mal klappen wird, bin ich mir nicht sicher. Ich werde einfach versuchen, die CIA-Agenten auszuschalten. Ich weiß, man soll sich eine andere Route suchen. Ich kenne auch eine. Oder ich kenne sogar zwei, glaube ich sogar, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Eine durch den Portland-Tunnel und eine durch die U-Bahn. Komm, mein Freund, auch wenn wir da lang müssen. So, und jetzt hat er sich 100% schon wieder festgebackt. Natürlich! Natürlich! Hallo! Oh, der ist sowas von selten dämlich. So, komm, 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 komm. Natürlich. Wir nehmen auch noch das beknackteste Auto, was wir kriegen konnten. So. Also die Mission, die ich jetzt, also so wie ich es jetzt versuche, ist eigentlich überhaupt nicht dem Erfinder gerecht. Aber ich versuche es trotzdem mal. Auch wenn uns hier wieder alles... Da, überall fahren Autos in die anderen Richtung. Okay, wir probieren es jetzt einfach einmal. Super, super. Eigentlich schon versaut, weil wir hier nicht wirklich... So, mein Freund. Da hinten ist schon der erste. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich cheate ja nicht wirklich. Wir müssen halt nur aufpassen. Super Ray ist tot. Nee, dann werden wir das nicht so weiter versuchen. Gut, diese Folge ist ein bisschen fail verlaufen. Da sind einfach zu viele CIA-Agenten, als dass wir das so probieren können. Ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, dass das dann in der nächsten Folge besser klappt. Bis dahin, tschüss.